Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute gibt es einen neuen Cold Case zum Thema vermisste Personen. Und zwar geht es um das Verschwinden des damals 10 Jahre alten Emin Önen. Er verschwand am Sonntag, dem 16. Mai 1993 gegen 20 Uhr. Dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen Y-Sendung Wo ist mein Kind? Am 30. März 2011. Emin wird von seiner Schwester als sehr lebendiger Junge beschrieben, mit dem sie immer viel erlebt hat, wenn sie mit ihm draußen war. Emin lebte mit seiner Familie in Kerpenbühr in der Nähe von Köln. Insgesamt hat er 7 Geschwister und Emin ist das 5. Kind der Familie. Die Familie lebt in einem großen familiären Zusammenhalt. Seine größeren Brüder spielten in Fußballvereinen. Emin wäre auch gerne Mitglied in einem Fußballverein. Dies war aber nicht möglich, da er sich einmal ein Bein gebrochen hat und dies anscheinend nicht wieder optimal verheilt ist. Genauer wird auf diese Problematik in der Darstellung nicht eingegangen. Am Tag seines Verschwindens ist seine Mutter bei Verwandten und sein Vater beschäftigt sich mit Emin. In der Darstellung bei Aktenzeichen sind die beiden gerade am etwas zusammenbauen oder reparieren und Emin hat aber keine Lust mehr. Weil so gutes Wetter ist, möchte er lieber nach draußen und dort spielen. Normalerweise, wenn Emin rausgeht, nimmt er einen Brustbeutel mit. Aber an diesem Tag lässt er ihn zu Hause. Ob er ihn vergessen hat oder bewusst zu Hause lässt, das wurde auch nicht dargestellt oder es wurde da keine Vermutung geäußert. Emin wollte dann zum evangelischen Pfarrhaus. Dort wohnte ein stadtbekannter Alkoholiker. Und in einem Artikel wird auch erwähnt, dass er schon mehrfach straffällig geworden ist. Sein Name ist Siegfried S. 2 Tage zuvor hatte Emin von ihm eine Plastikuhr und 5 Mark geschenkt bekommen. Als Emin dann am evangelischen Pfarrhaus ankommt, ist der Mann anscheinend nicht da, denn niemand öffnet die Tür. Emin geht daraufhin enttäuscht weg. Die Polizei hat natürlich sofort untersucht, ob der Mann etwas mit dem Verschwinden von Emin zu tun hat. Aber er hatte ein hieb- und stichfestes Alibi. Der zuständige Kriminalkommissar in der Sendung berichtet, dass Emin auf der Suche war, neue Freunde zu finden oder überhaupt Freunde zu finden. In Verbindung mit der bei ihm vorliegenden Lernbehinderung geht der Kommissar davon aus, dass Emin leicht beeinflussbar war. Emins Lehrer beschreibt ihn als sehr kontaktfreudig. Sein Deutsch ist aber vermutlich aufgrund eines starken Stotterns schwer verständlich. In der Schule galt er als Einzelgänger. Das widerspricht sich meiner Meinung nach ein bisschen. Entweder ist man kontaktfreudig oder eher ein Einzelgänger, das heißt, man sucht keine Kontakte. Es könnte höchstens sein, dass damit gemeint ist, dass er kontaktfreudig war, aber keinen richtigen Kontakt bekam. Was auch den Satz des Kriminalkommissars erklären könnte, der ja sagte, dass Emin im Begriff war, sich Freunde zu suchen. Ein Zeuge hat Emin noch am Tag des Verschwindens gegen 15 Uhr gesehen. In einem Zeitungsartikel ist zu lesen, dass aber mehrere Zeugen Emin an diesem Nachmittag noch gesehen haben. Dieser Zeuge, der bei Aktenzeichen Y erwähnt wird, kommt dort auch zu Wort. Er sagt, dass Emin draußen auf dem Vorplatz gespielt hat. Und der Zeuge hat auch mit Emin gesprochen und hat ihn gefragt, was er denn da macht. Und es hat sich wohl da keine großartige Konversation draus ergeben. Der Zeuge ist dann kurz ins Haus gegangen
um sich eine Zigarette zu holen, wie er sagt. Als er spätestens nach 5 Minuten wieder aus dem Haus rauskam, war Emin weg. Erst 5 Stunden später, gegen 20 Uhr, wird er wieder an der nahen Kreisstraße 4 zwischen Buer und Mannheim gesehen. Danach verliert sich Emins Spur endgültig. Auf dieser Kreisstraße ist er insgesamt von 2 Zeugen gesehen worden. Da stellt sich natürlich die Frage, was in den 5 Stunden zwischen 15 Uhr und 20 Uhr passiert ist. Wo war Emin? Ist er eventuell zu jemandem ins Auto gestiegen? Wurde er gegen seinen Willen mitgenommen, also verschleppt? Wurde er entführt oder getötet? Die Autobahnauffahrt ist nur wenige Kilometer entfernt. Also wäre ein schnelles Verschwinden möglich. Nachdem die Familie ihn vermisst gemeldet hat, leitet die Polizei sofort Suchmaßnahmen ein. Sie durchsucht die ganze Umgebung inklusive Kiesgruben und Mülldeponien. Auch sämtliche Verwandten der Familie Oehmen reisen aus ganz Deutschland an. Insgesamt sind es 200 Personen, die dann auch privat bei der Suche nach Emin helfen. Doch auch sie können keine Spur von Emin entdecken. Einer der Brüder berichtet in der Sendung, dass sich sein Leben aufgrund des Verschwindens seines Bruders massiv geändert hat. Er war nach dem Verschwinden nicht mehr gerne zu Hause und ging meistens raus, um dem dauernden Thema, dass Emin verschwunden ist, zu entgehen. Das Verschwinden von Emin hat der ganzen Familie dann die Lebensfreude genommen. Eine Schwester berichtete, dass sie den Eindruck hat, dass ihre Eltern ihr nur noch vorspielen oder auch damals nur noch vorgespielt haben, dass sie glücklich seien oder dass sie gerade fröhlich seien. Aber insgesamt wäre es nur eine Fassade, da sie traurig werden, weil Emin weg ist. Auch nachher hat er Spuren bei der Familie hinterlassen. So berichtet zum Beispiel einer der Brüder in der Sendung, als er zu Wort kam, dass er sehr auf seine Kinder aufpasst und ja, er immer Sorge hat, dass ihnen was passiert. Er normalerweise weiß, dass er ihnen diesen Freiraum geben muss, aber er erinnert sich dann an seinen Bruder und gerät dann in einen inneren Konflikt. So, das war es jetzt erst einmal zu dem Fall. Ich hatte auch gedacht, als ich den Fall angefangen habe, dass es dazu mehr Informationen gibt, aber insgesamt war es sehr dünn bei der Darstellung in Aktenzeichen XY und auch in der Nachbesprechung mit der Familie ging man mehr auf die psychologischen Folgen des Verschwindens von Emin ein und weniger auf den Tatablauf, was da passiert ist, fand ich ein bisschen schade. Dann gab es am 16. September 2004 folgenden Artikel im Kölner Stadtanzeiger. Jetzt hat die Polizei in Darmstadt einen jungen Mann aufgegriffen, der nach Aussagen einer Zeugin Emin Oehmen sein könnte. Der junge Mann selber soll geistig und körperlich behindert sein und nicht sprechen. Ob es sich wirklich um Emin Oehmen handelt, muss nun ein Gentest zeigen. Auch der verschwundene Junge soll seinerzeit geistig etwas zurück gewesen sein. Die Kripo des Rhein-Erft-Kreises hat den leidgeprüften Eltern des Vermissten inzwischen eine Speichelprobe abgenommen. Auf Bildern des im März am Darmstädter Hauptbahnhof aufgefundenen jungen Mannes soll sie ihren Sohn spontan aber nicht wiedererkannt haben. Dabei soll der Mann mit seinem südländischen Aussehen durchaus Ähnlichkeit mit dem vermissten Jungen haben. In der Sendung Aktenzeichen berichtet dann der eine Bruder darüber, dass er schon gewisse Ähnlichkeiten gesehen hat, als er das Foto von dem Jungen gesehen hat. Aber jetzt mal weiter zu dem Artikel. In 2 bis 3 Wochen liegt das Ergebnis des Gentests vor. Dann wissen wir es genau,
sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt. Wie er bestätigt, soll der junge Mann bei seinem Aufgreifen einen gepflegten Eindruck gemacht haben. Da er allerdings keine Ausweispapiere bei sich hatte und kein Wort sprach, konnte ihn die Polizei nicht identifizieren. Er wurde in einem Heim untergebracht. In überregionalen Medien ließ die Polizei ein Foto von ihm veröffentlichen, worauf sich eine Zeugin aus dem Raum Darmstadt mit dem Hinweis auf den in Buer verschwundenen Emin Önen gemeldet hat. Darüber wurde dann auch in der Sendung Aktenzeichen Y, wo ist mein Kind, berichtet. Wie schon gesagt, konnte die Familie damals eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Emin und dem gefundenen Jungen feststellen. Dann wurde ja der DNA-Test durchgeführt. Dieser war aber negativ. Die Mutter wollte dann aber den gefundenen Jungen noch einmal selber in Augenschein nehmen. Bei diesem in Augenschein nehmen war sich die Mutter dann auch sicher, dass es nicht ihr Sohn ist. Aber sie bat ihren Sohn, mit dem Jungen einmal zur Toilette zu gehen, um dort zu prüfen, ob er vielleicht im oberen Brustbereich eine Narbe hat. Denn Emin hatte so eine. Aber bei dem gefundenen Jungen konnte keine Narbe gefunden werden. Seit fast 30 Jahren gibt es keine Spur von Emin. Die Frage ist, was machte er um 20 Uhr an der Kreisstraße? Wo kam er her? Und wie verschwand er dann wieder? Leider gibt es keine weiteren Informationen zu dem Fall. Der Fall ist anscheinend komplett in Vergessenheit geraten. Und deswegen wollte ich zumindest daran mal wieder erinnern. Es stellt sich natürlich auch immer wieder die Frage, bei solchen Fällen, hat der Zeuge oder die Zeugen wirklich alles richtig gesehen? Ist es wirklich Emin gewesen, der gegen 20 Uhr an der Kreisstraße gesehen wurde? Oder war es ein anderer Junge? Oder ein Mann, der vielleicht etwas jung aussah, ein Jugendlicher oder wie auch immer? Weil wir haben es ja immer oder des Öfteren schon gehabt, dass ein Zeuge jemanden gesehen haben will. Und im Nachhinein, als der Fall gelöst wurde, stellte sich heraus, das konnte gar nicht gewesen sein, weil das Opfer da zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr lebte oder nachgewiesen werden konnte, dass die Person sich an einem ganz anderen Ort befunden hat. Erinnern wir uns an den Fall der Monika. Da hat angeblich eine Zeugin sie gesehen, wie sie in ein Auto eingestiegen ist. Daraufhin wurde die ganze Verhandlung dahin gesteuert bezüglich des Autos. Es wurde vermutet, dass es mit einem anderen Fall zusammenhängt. Und Jahrzehnte später stellte sich dann heraus, die Zeugin hat sich vertan. Sie hat die Monika mit einem Mädchen aus der Nachbarschaft verwechselt. Und das könnte natürlich auch hier der Fall gewesen sein, dass man dann gesagt hat, okay, er wurde um 15 Uhr dort nochmal gesehen und um 20 Uhr an der Kreisstraße. Ich will ja nichts Böses sagen, aber ich hege da so ein bisschen Zweifel dran, dass er um 20 Uhr an dieser Kreisstraße da gesehen wurde. Die Frage ist jetzt eben, was sind das für Zeugen? Kannten die Emin tatsächlich? Oder haben sie sich gemeldet, weil er gesucht wurde und haben dann gesagt, ja, wir haben da jemanden laufen gesehen. Wenn sie Emin vielleicht persönlich kannten, nächste Frage. Warum hält man da nicht einfach an? Das war ein kleiner Junge und dann hält man mal ihm kurz an und fragt, Moment, was machst du denn hier? Können wir dir irgendwie helfen? Und das macht man auch, sage ich mal, wenn man ihn nicht kennt. Weil wenn so ein Junge 20 Uhr abends irgendwo auf der Kreisstraße rumrennt oder an der Kreisstraße rumrennt, dann ist das irgendwo nicht normal. Dann sollte man schon mal anhalten und kurz klären, was da los ist.
oder gegebenenfalls auch mal die Polizei benachrichtigen, dass die einfach mal vorbeikommen und klären, was mit dem Jungen ist. Also, wie schon gesagt, ich vermute mal fast irgendwie, dass diese Zeugenaussage und auf die man dann vielleicht die Ermittlung aufgebaut hat, fehlerhaft war. Es kann natürlich so gewesen sein, dass man ihn dort gesehen hat, aber ich stelle es halt ein bisschen in Frage. Man hätte auch, denke ich mir dann, wenn man es dann vielleicht doch gemacht hat, auch Ermittlungen anstellen sollen und diese Sichtung ausklammern. Was meint ihr dazu? Beides waren einige Stunden, wo er nicht gesehen wurde. 15 Uhr bis 20 Uhr. Wie ist er denn zur Kreisstraße gekommen? Also ich glaube nicht, dass er da zu Fuß hingewandert ist. Und wenn er dann von jemandem entführt wurde oder ähnliches, warum lässt man ihn dann wieder laufen? Er ist dann an der Kreisstraße unterwegs und dann fängt man ihn wieder ein. Ist irgendwie alles ein bisschen unlogisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin mal gespannt auf eure Kommentare zu dem Fall. Das war's dann erstmal mit dem Fall Emin Ömen. Und dann passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!